Im heutigen Beitrag soll es um kollaboratives Arbeiten im Unterricht gehen. Kollaboration ist eine der vier Schlüsselkompetenzen für das 21. Jahrhundert. Deshalb möchten wir ausgehend von dem 4K-Modell diese Kompetenz herausgreifen und ihre Relevanz für den Unterricht erläutern. Durch den Einsatz digitaler Medien lassen sich kooperative Methoden erweitern. Somit lässt sich von kollaborativen Arbeitsweisen sprechen. Die zunehmend digitalisierte Lebenswelt im 21. Jahrhundert führt dazu, dass auch Kompetenzen, die man braucht, um diese Welt zu bewältigen, sich anpassen müssen. Kompetenzen, die für das Lernen, aber auch für das Leben im 21. Jahrhundert relevant sind, sind Kreativität, kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation. Kreativität, kritisches Denken und Kommunikation sind Kompetenzen, die von jeher in der Schule eine Rolle spielen und gefördert werden. Neu hinzu kommt in diesem Modell der 4Ks die Kollaboration. Um den Problemen der aktuellen Umwelt begegnen zu können, bedarf es einer kreativen Problemlösekompetenz. Diese Kompetenz befähigt zum divergenten Lernen. Kritisches Denken meint die Kompetenz, sich mit Inhalten und Informationen auseinanderzusetzen und dabei eine eigene Haltung zu entwickeln und sein eigenes Tun zu reflektieren, sowie auch den Inhalt der Information. Kollaboration, also das Arbeiten einer Gruppe, welche durch digitale Medien zeit- und ortsunabhängig agieren kann, gilt als die Schlüsselkompetenz unserer Zeit. Kommunikation ist die vierte der Kompetenzen des 21. Jahrhunderts. Man geht davon aus, dass Probleme so komplex sein werden, dass sie gemeinsam gelöst werden. Deshalb ist es eine Aufgabe von Schule, kommunikative Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern zu stärken. Hierbei geht es darum, andere Positionen zu akzeptieren, die eigene Haltung zu reflektieren und in der Lage zu sein, angemessenes Feedback zu geben. Die 4Ks sind als allgemeine Schlüsselkompetenzen zu verstehen. Sie sind keinem einzelnen Fach zuzuordnen. Was bedeutet Kollaboration nun für den Unterricht? Kollaboratives Lernen im Unterricht heißt, voneinander zu lernen. Hierbei steht der Prozess im Mittelpunkt und nicht das Ergebnis. Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, ihren Lernprozess zu reflektieren, Wissen von anderen sich anzueignen und mit anderen zu teilen und immer den Arbeitsprozess im Blick zu behalten. Innerhalb eines Blended Learning Konzepts bieten sich kollaborative Arbeitsweisen an. Gerade in den Distanzphasen kann zeit- und ortsunabhängig zusammengearbeitet werden. Lernspiele, wie solche, die wir hier aufgelistet haben, sind per se nicht kollaborativ, können aber entsprechend eingesetzt werden. Diese Funktionen können verschiedene Tools wie Padlet, Etherpad, Wikis oder Glossare ebenfalls sehr gut einnehmen. An dem Tool Padlet kann man beispielhaft sehen, wie kollaborativ gearbeitet werden kann. Schülerinnen und Schüler teilen hier ihr Wissen, kommentieren, das heißt geben Feedback und lernen voneinander in einem gemeinsamen Lernprozess, wobei jeder seinen Teil zu dem Ergebnis beiträgt. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Kollaboration eine überfachliche Schlüsselkompetenz für Schülerinnen und Schüler des 21. Jahrhunderts ist. Diese Kompetenzentwicklung kann im Unterricht durch verschiedene kollaborative Tools unterstützt werden.